die Abarbeitung der Tagesordnung. Und ich darf zunächst den Tagesordnungspunkt 17.3 aufrufen. Der ist überschrieben mit kommunalen Einfluss bei Quartiersentwicklung an der Leipziger Bahnhof sicherstellen. Einreicher ist die SPD-Fraktion, die zunächst starten darf. Danach haben wir vereinbart Rederecht für Frau Kempe. Wer ist als nächstes dran? Und dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Das sage ich Ihnen gleich, wer startet. So, SPD, Herr Engel. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, der alte Leipziger Bahnhof ist ein Areal, was uns hier im Dresdner Stadtrat schon seit sehr langer Zeit, manchmal auch sehr kontrovers beschäftigt hat. Aber ich glaube, über diese Vorgeschichte sollten wir hier heute gar nicht so viele Worte verlieren, sondern wir sollten, glaube ich, eher ein Stück in die Zukunft schauen. Nämlich, um was geht es hier eigentlich? Es geht um ein 27 Hektar großes Gebiet, was, glaube ich, als die vielleicht größte städtebauliche Chance in Dresden beschrieben werden kann. Ein Bindeglied zwischen Pieschen und der Neustadt, ein Areal, wo wir tatsächlich Stadt in einem vielleicht ganz modernen Sinne nochmal neu bauen können. Und uns als SPD-Fraktion bewegen dabei viele Fragen. Zwei möchte ich hier an der Stelle ganz kurz erwähnen. Die eine Frage ist natürlich, was entsteht dort ganz konkret? Welche städtebauliche Struktur schaffen wir in diesem Areal? Wie wird das aufgeteilt? Welche Nutzungsmischung finden wir? Und wie bringen wir ein Stück weit auch unterschiedliche Interessen unter einen Hut? Zu diesem Thema fand ein sehr, sehr umfangreicher städtebaulicher Wettbewerb auch statt. Gestern wurde der erste Preis auch noch mal offiziell durch die Stadtverwaltung vorgestellt. Und das ist sicherlich ein Thema, was uns jetzt auch noch eine Weile beschäftigen wird, wo wir darüber diskutieren werden, welche Weiterentwicklungsnotwendigkeiten gibt es vielleicht bei dem ersten Preis noch, was muss man vielleicht noch diskutieren. Das sind Aspekte, mit denen wird sich dieser Dresdner Stadtrat sehr intensiv beschäftigen. Aber das soll heute dezidiert eben nicht im Mittelpunkt unseres Antrags stehen. Uns geht es vor allem um die Frage, wer ist denn eigentlich am Ende an der gesamten weiteren Entwicklung dieses Areals beteiligt? Denn man muss ganz nüchtern feststellen, derzeit gehört uns als Landeshauptstadt Dresden dort noch kein einziger Quadratmeter. Wir verhandeln dort sehr, sehr eifrig mit privaten Flächeneigentümerinnen und Eigentümern und ja, merken da durchaus auch, dass wir da an Grenzen stoßen, auch im jetzigen Verfahren schon. Es gibt die Absicht der Stadtverwaltung im Bereich der Synagoge, die dort entstanden ist, ein Kulturzentrum zu etablieren und dort entsprechend Flächen zu erwerben. Das ist gut, das ist richtig, aber ein Stück weit ist es natürlich losgelöst von der sonstigen städtebaulichen Entwicklung auf dem Areal. In dem Bereich oder in den Bereichen, wo potenziell größerer Neubau, zum Beispiel von Wohnungen, stattfinden soll, hat die Stadt bisher keine Ambitionen, wirklich Flächen zu erwerben. Und das ist aus unserer Sicht ein großer Fehler, denn die Stadt braucht Einfluss auf die Entwicklung eines solchen Areals. Und das zwar eben, und das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zum einen, um einen Interessenausgleich auch hinzubekommen. Wir haben das jetzt schon gemerkt, auch die unterschiedlichen privaten Eigentümer ziehen nicht immer in dieselbe Richtung. Wir werden dort ein sehr, sehr umfangreiches Umlegungsverfahren wahrscheinlich bekommen. Und die Frage ist, wie schaffen wir es eigentlich dort, tatsächlich die unterschiedlichen Interessen zusammenzubekommen? Da ist es erfahrungsgemäß ganz gut, wenn die Stadt selbst auch Teil des Spiels ist und ein Stück weit auch einen Ausgleich herstellen kann. Zum Zweiten geht es uns darum, bezahlbares Wohnen wirklich in diesem Areal auch zu etablieren. Es wird dort sehr viel privaten Wohnungsbau auch geben. Der wird selbstverständlich auch mit der Sozialbauquote belegt werden. Aber trotzdem erscheint uns das bei einem so innerstädtischen Areal und bei der aktuellen Mietpreisentwicklung im Neubau nicht ausreichend. Wir müssen da tatsächlich auch mit kommunalem Wohnungsbau in die Spur gehen. Und das ist nichts Neues. Das hat der Stadtrat schon 2018 beschlossen. Und das müssen wir aber jetzt auch tatsächlich in die Realität umsetzen. Wir haben das Thema Baugemeinschaften zum Beispiel. Da haben wir jetzt aus dem Jahr 2013 einen Stadtratsbeschluss. Wir haben einen riesigen Nachholbedarf in Dresden und dafür brauchen wir aber eben auch kommunale Flächen, um da tatsächlich auch loslegen zu können und weitere Flächen vergeben zu können. Und wir haben natürlich auch eine Entwicklungsfunktion als Stadt. Wir haben
im strategischen Flächenerwerbs- und Entwicklungskonzept die Idee eines revolvierenden Grundstücksfonds etabliert, wo wir immer wieder Grundstücke einlegen, entwickeln und potenziell auch weiter veräußern. Das wäre aus unserer Sicht ein Areal, wo man das auch mal ins Auge fassen könnte, war, glaube ich, auch eine Forderung, die zum Beispiel der CDU-Fraktion in der Vergangenheit mal sehr wichtig war. Wir wollen heute hier einen Grundsatzbeschluss treffen, dass wir tatsächlich an die privaten Flächeneigentümerinnen und Flächeneigentümer herantreten, um tatsächlich über einen Teilankauf von gewissen Flächen auch zu sprechen. Wir finalisieren damit noch keinen Ankauf, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir erstmal die aktive Rolle bejahen. Konkrete Grundstücksvorlagen werden uns dann hoffentlich dann irgendwann in der Zukunft erreichen. Es geht aber um ein klares Statement auch an die Eigentümer. Wir sind bereit, wir wollen hier eine aktive Rolle übernehmen und wir sind auch bereit, entsprechende Mittel dafür in die Hand zu nehmen. Und darum würde ich heute an der Stelle auch werben und würde mich freuen, wenn der Antrag hier eine Mehrheit findet. Vielen Dank. So, und jetzt kommen wir zum vergebenen Rederecht gestern. Frau Marion Kemper, Sie sind herzlich nach vorne eingeladen. Auch Sie haben 5 Minuten Redezeit. Bitte schön. Und dann schon zur Vorbereitung. Wir beginnen der Fraktionsrunde mit Freien Wählern, Freien Bürgern heute. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin Marion Kempe, Geschäftsführerin des Bauforum Dresdens, eines Vereins, der seit 2005 in Dresden bisher 32 Baugemeinschaftsprojekte initiiert und begleitet hat. Und ich war Teil in dieser Funktion in der Begleitgruppe des alten Leipziger Bahnhofs, möchte voraus sagen, dass das ein sehr richtungsweisendes Vorgehen war der Beteiligung und der Aushandlung von sehr unterschiedlichen Ansätzen und Ansichten in einem sehr friedvollen Prozess, der am Ende zu guten Lösungen geführt hat. Das kann ein Beispiel sein. Die Umsetzung ist natürlich ein langer Weg und darauf weist auch dieser Antrag hin. Und man muss ganz klar sagen, wie Herr Engel das auch formuliert hatte, nur wer Flächen hat, ist dort auch ein Player und bestimmt die Entwicklung mit. Wer die nicht hat, der ist ein Moderator, das ist auch schön, aber Gestaltung ist natürlich in diesem Rahmen nur beschränkter möglich. Das heißt, die Position ist schwächer. Sie haben 2018 sehr weise formuliert, dass Sie den alten Leipziger Bahnhof entwickeln wollen mit der Überschrift preisgünstigen Wohnraum, familienfreundlich und behindertengerechte Wohnungen. Das heißt, preisgünstig und sozial gemischt. Wie bitte? Ja, okay, aber darüber spreche ich jetzt gerade nicht. Welche Möglichkeiten hat die Stadt dazu? Es gibt das kooperative Baulandmodell und in dem Rahmen kann man 20-25% sozialen Wohnungsbau schaffen. 20%, das ist nicht viel, wenn man preisgünstigen Wohnraum haben möchte. Wenn man ein gemischtes Quartier haben will und auf das dann zurückgreifen muss, was der Investitionenwohnbau uns bringt. Ich habe nochmal nachgeguckt, bei der Hafen City wären die Preise gerade zwischen 6.300 und 8.900 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche angeboten. Ich weiß nicht, ob Sie dabei wären. Ich wäre da nicht dabei, nicht mal mit einer Kleinstwohnung. Das heißt, das ist keine soziale Mischung. Soziale Mischung wird gebracht, wenn die Stadt dort selber als WID handlungsfähig ist. Und eine Mischung wird natürlich auch gebracht durch die Baugemeinschaften, die in unterschiedlichen Eigentumsformen dort einen Teil gemeinschaftlichen Eigentums schaffen und damit natürlich auch Motor sind für die weitere Entwicklung des Gebietes. Das ist ja das andere, dass sie nicht nur das Gebiet mit Menschen bewohnen, sondern dass man auch Engagement und Verantwortung für ein Gebiet braucht. Und das geht natürlich vorrangig durch Selbstnutzer aus, die sich dort sozusagen ihr Wohnen geschaffen haben. Dieses Umlageverfahren ist ja ein sehr langer Prozess. Das Bauen ist momentan schwierig, das wissen Sie alle. Die Grundstückspreise sind gerade ein bisschen im Sinken. Das könnte ein guter Zeitraum sein, um vielleicht doch von dem einen oder anderen Eigentümer etwas zu erwerben. Und im Gegenzug könnte man ja auch zügiges Baurecht, also ein gutes Voranbringen dieses Prozesses in Aussicht stellen.
Das machen andere Städte so, indem solche Abreden einfach miteinander getroffen werden. Beim Umlageverfahren muss nochmal vielleicht darauf hingewiesen werden, dass zu prüfen ist, dass nicht, wenn es zu diesem Flächentausch kommt und am Ende bei der Sachsenenergie ein Teil des alten denkmalgeschützten alten Leipziger Bahnhofs verbleibt, dass nicht die Stadt am Ende die Kosten für diese Gemeinbedarfseinrichtung alleine trägt und die anderen sind sozusagen die Gewinner des Verfahrens. Zu prüfen ist vielleicht auch, als Eigentümer dort Flächen angekauft haben, da waren die Flächen nicht viel wert. Durch das Verfahren werden sie in Wert gesetzt, sind sie bereits jetzt schon höher und wenn der B-Plan da ist, sind sie noch höher und wenn bebaut wird, erst recht. Künftig könnte man vielleicht schauen, dass man Flächen erwirbt, bevor man so ein Verfahren in die Öffentlichkeit bringt und noch zu anderen Preisen einkauft. Und vielleicht sollte man mal prüfen, rechtlich prüfen, ob es eine Möglichkeit gibt, einen Teil dieses Mehrwertes, der da geschaffen wird, auch durch das Engagement der Stadt, vielleicht in Flächen für die Stadt umzuwandeln. Da kenne ich mich nicht aus, aber das muss man einfach mal einen Rechtsanwalt dran setzen, der dieses Verfahren mal prüft. Baugemeinschaften, es gibt einen Beschluss von Ihnen seit von 2013, Sie sind im Wohnkonzept erfasst, aber es gibt keine Grundstücke mehr, das letzte kam 2020 ein, 2021 ein, seitdem nichts und so ist auch die Situation. Aktuell gibt es keine neuen Projekte in Dresden und hier sozusagen am Ende auch im alten Leipziger Bahnhof über diese städtischen, neuen städtischen Flächen Baugemeinschaften dort einzubringen. Das wäre eine sehr, sehr gute Sache. Und ich würde sie auch gar nicht verkaufen. Ich denke, die Stadt Dresden sollte überhaupt keine Flächen mehr verkaufen, sondern sie tatsächlich in Erbbau vergeben und dadurch den eigenen Bestand auf Dauer sichern. Vielleicht ein kleines Beispiel dafür, dass man Mitbestimmer ist in dem Moment, wo einem Flächen auch gehören, zeigte auch dieses Verfahren, das ja nicht finanziert wurde durch die Stadt Dresden, sondern durch die Eigentümer selbst. Und letztendlich die Art der Bebauung, also das Maß der Bebauung, ist letztendlich auch stark durch die Eigentümer reingekommen. Ganz klar, das ist deren Interesse, aber die Stadt hatte auch wenig zum Gegenhalten. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Freie Wähler, Freie Bürger, Stadtin, Herr Nitsche. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, an das Verfahren bezüglich der Entwicklung des Quartiers Alter Leipziger Bahnhof gab es unheimlich viele Ansprüche, Ideen und Erwartungen. Und wenn man auf den Siegerentwurf, dann sieht man, dass Interessen von Teilen der Stadtgesellschaft berücksichtigt wurden, insbesondere von den Teilen, die die aktuellen Nutzer sind, insbesondere von den Teilen, bei denen die aktuelle Nutzung nicht immer, legal erfolgt ist. Und wir müssen uns, was den Siegerentwurf betrifft, auch die Frage nach der Realisierbarkeit stellen. Wenn wir jetzt auf den Antrag schauen und fragen, kaufen wir jetzt Grundstücke, um unsere Einflussmöglichkeiten als Landeshauptstadt in dem Bereich zu stärken, dann kommt die Fragestellung einerseits, das ist jetzt gerade schon richtig gesagt worden, zu spät, weil es sinnvoll gewesen wäre, die Einflussmöglichkeiten vorher zu sichern. Und andererseits müssen wir uns fragen, ist es sinnvoll, unsere Dresdner Steuergelder jetzt dafür auszugeben, dort weitere Grünflächen zu schaffen oder gar bewachsene Schuttberge zu sichern? Oder sollten wir unsere Dresdner Steuergelder lieber anders und sinnvoller investieren, zum Beispiel ganz konkret in den Bau von Wohnungen und nicht erst das Bezahlen zusätzlicher neuer Flächen?
Wir haben erst vor kurzem ganz massiv große Flächen angekauft. Aber müssen wir jetzt wieder neue Flächen ankaufen, um einen Entwurf zu realisieren, dessen Realisierbarkeit ich an dieser Stelle einmal in Zweifel ziehen möchte. Wir werden diesem Antrag nicht zustimmen, weil wir denken, dass wir unsere Steuergelder in Dresden sinnvoller ausgeben können. Vielen Dank. Als nächste Fraktion Dissidenten, Herr Lichti. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das Thema ist ja schon Jahre alt und wir haben jetzt einen gewissen ersten Abschnitt erreicht und das ist sehr gut und sehr begrüßenswert und ich freue mich auch, dass dieser Wettbewerb stattgefunden hat, dass dieser Wettbewerb zu einem guten Ergebnis geführt hat. Ich finde, der Entwurf, der gestern vorgestellt wurde, ist sehr ambitioniert, er ist sehr schön. Ich sage das ausdrücklich im Vorhinein, weil ich jetzt gleich da noch zur Kritik kommen würde. Er ist insbesondere deswegen so gut, weil er die Intentionen der Begleitgruppe, nämlich in der Mitte einen großen Grünraum zu erhalten, in welcher Form auch immer, umsetzt. Ich möchte mich aber, ich glaube, der Herr Kollege Engel hat ja nicht die mir eigene Brutalität in der Aussprache, aber ich denke, wir meinen dasselbe. Ich versuche es mal etwas klarer zu sagen. Ich bedauere sehr, dass hier an der Spitze Eisenbahnstraße im Grunde überhaupt keine Baumassen vorgesehen sind. Ich kann mir das nicht erklären und ich möchte auch da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich durfte ja Mitglied der Begleitgruppe sein. Ich durfte dann nicht mehr Mitglied der Wettbewerbsgruppe sein, da ich einer zu kleinen Fraktion angehöre. Aber ich weiß, wie das diskutiert wurde in der Begleitgruppe. Und ich glaube, es waren noch ein paar andere, aber bei mir erinnere ich mich explizit, habe immer wieder darauf hingewiesen, dass da vorne an der Spitze gerade auch aus städtebaulichen Gründen gegenüber dem Fernbahnhof Dresden-Neustadt wirklich eine durchaus auch kräftige, auch hohe 6, 7 Geschosse, kann man diskutieren, dort eingebracht werden sollte. Ich habe das immer vertreten aus städtebaulichen Gründen und auch aus Gründen, um, ich sag's mal, Manövriermasse zur Kompromissbildung mit den Eigentümerinnen und Eigentümern zu haben. Ich bedauere sehr, dass der erste Entwurf das jetzt überhaupt nicht abbildet, obwohl ich die Begleitgruppe so verstanden habe, dass da durchaus der Wille da war, auch dort vorne an der Spitze eine geeignete bauliche Entwicklung zu haben. Und ich sage es auch mal ganz klar, ich wurde dort mit diesem Anliegen sowohl von den Moderatoren dieses Prozesses aus Leipzig als auch vom Herrn Bürgermeister abgebügelt. Ich muss es mal so sagen. Und das bedauere ich sehr, denn wir haben jetzt zwar einen Entwurf, der städtebaulich sehr gut ist, den ich unmittelbar gut machen würde, ja, könnte ich zustimmen, aber ich glaube, er ist tatsächlich, so wie er jetzt dasteht, politisch sehr schwer durchsetzbar. Ich sage es mal vorsichtig. Also ich fürchte, wir haben da einen Pyrrhussieg irgendwie errungen. Irgendwie die hochwohlmögenden Professoren aus ganz Deutschland haben sich was Tolles gedacht. Ich kann auch nicht ganz erkennen, ob dort wieder das Landesamt für Denkmalschutz eine nicht besonders rühmliche Rolle dabei gespielt hat. Ich sage noch mal ganz klar, es ist völlig unstreitig, dass die Gebäude, wo jetzt Hanse in da vorne ist, dass die erhalten werden müssen. Es ist auch völlig unstreitig, dass die Figur des alten Bahnsteigs zu erhalten ist. Aber trotzdem hat man dort noch Möglichkeiten. Ich möchte auch gerne noch mal am Schluss in meinem Klartext fortfahren. Es wäre sehr schade, wenn dieses sehr wichtige Projekt für die Stadt Dresden an diesen inneren Widersprüchlichkeiten scheitern würde. Und deswegen denke ich, muss man auch klar sagen, wo denn eigentlich noch die Hürden sind. Und eine politische Hürde ist natürlich nicht nur die Frage der mangelnden Berücksichtigung der Eigentümerinteressen, ich muss es so hart sagen, sondern auch natürlich das Umfallen der Grünen, die jetzt aufgrund dessen, dass sie im Grunde in Friedrichstadt keine Entwicklung haben wollen, den Kompromiss mit Globus, der ja immer noch Eigentümer ist, das dürfen wir nicht vergessen, ja, eigentlich torpediert. Ich halte das für ein unverantwortliches Verhalten. Und wir haben es jetzt gerade gehört, ich bin noch gespannt auf die anderen Redebeiträge. Ich fürchte eben, dass aufgrund dieses nicht von Kompromissen getragenen Entwurfs überhaupt das Projekt insgesamt noch einmal in Gefahr kommen kann. Und es wäre sehr, sehr schade. Und ich würde mir wünschen, dass wir dort vielleicht
im Ausschuss dort eine Lösung finden, die breiter getragen werden kann als dieses Konzept, was ich städtebaulich vom Ästhetischen her wunderbar finde, aber ich glaube, es ist wenig geeignet, um hier tatsächlich im Stadtrat eine Mehrheit zu finden. Danke. So, dann kommen wir zur nächsten Fraktion, AfD, Herr Laczynski. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer, Frau Kempe, ich möchte Ihnen zunächst erstmal recht geben. Das, was in den letzten Jahren an Projekten für Baugemeinschaften von der Stadt ausgegeben wurde oder ausgeschrieben wurde, entspricht nicht dem, was eigentlich die Vorstellung des Stadtrates und auch die Vorstellung und auch die Beschlusslage des Stadtrates ist. An dieser Stelle möchte ich auch widersprechen. Wir haben gerade eine Vorlage in den Gremien, wo wieder 6 neue Projekte für die Ausschreibung vorbereitet werden, worüber wir uns auch sehr freuen, wo wir, denke ich, auch dann eine große und breite Mehrheit für diese Projekte finden werden. Mit diesem Antrag soll die Stadt jetzt beauftragt werden, den Grundstückseigentümern auf dem Areal des alten Leipziger Bahnhofs Grundstücke abzukaufen und teilweise auch wieder in die BED einzulagern. Die Gründe dazu wurden hinreichend schon von Herrn Engel beschrieben. Die Wünsche dabei sind durchaus nachvollziehbar, aber es sind eben nur Wünsche. Denn was der Antragsteller bei diesem Antrag offenbar vergessen hat, wir befinden uns in einer Zeit mit einer sehr angespannten Haushaltssituation. Wir hatten im letzten Jahr eine Haushaltssperre und wir haben in diesem Jahr einen Haushalt, der nur zu 80% bewirtschaftet werden kann. Im Übrigen eine Haushaltssituation, welche die SPD durch ihr Agieren als haushaltstragende Fraktion maßgeblich mit zu verantworten hat. Und in genau dieser Situation schlägt die SPD jetzt vor, dass sich die Stadt spekulativ am Grundstücksmarkt beteiligen soll. Wir hatten gestern eine Vorlage zur Finanzierung von Bauvorhaben der WED. Die WED kann derzeit noch nicht mal die Bebauung der Grundstücke finanzieren, die sich bereits in ihrem Eigentum befinden. Woher soll also jetzt das Geld für neue Grundstücke kommen? Sollen jetzt wieder die benötigten Gelder für diese Grundstücksankäufe aus dem Sportbereich genommen werden? Das ist die Frage. Will die SPD damit sagen, dass wir den Bau der dringend benötigten Schwimmhallen in Dresden-Nurten und am Sachsenbad aus finanziellen Gründen noch weiter nach hinten verschieben sollen? Wenn man hier solche Vorschläge macht, sollte man die Ehrlichkeit haben und auch sagen, woher das Geld kommen soll. Aber nicht nur aus finanzieller Sicht kommt dieser Antrag hier zur Unzeit. Auch wenn man sich die Prozesse bei der bauplanungsrechtlichen Entwicklung des alten Leipziger Bahnhofs ansieht, macht ein derartiger Beschluss zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn. Wir haben gerade erst den Siegerentwurf für einen Rahmenplan verabschiedet. Vertreter der SPD saßen selbst mit in der Jury. Sie müssten das eigentlich auch wissen. Denn dieser Rahmenplan ist noch nicht mal beschlossen und selbst wenn, entfaltet er aus baurechtlicher Sicht keinerlei Wirkung. Die Jury hat einen Entwurf zum Siegerentwurf gekürt, der sich voraussichtlich nur mit einem aufwendigen und langwierigen Umlegungsverfahren überhaupt erst realisieren lässt. Den jetzigen Eigentümern ist dieser Siegerentwurf bestens bekannt. Die waren ja auch Bestandteil der Jury. Vor diesem Umlegungsverfahren werden diejenigen Eigentümer, die jetzt nahezu wertlose Wiesengrundstücke besitzen, diese nicht verkaufen, weil sie auf einen Wertzuwachs infolge der Umlegung hoffen. Diejenigen, die gemäß Siegerentwurf auf den geplanten Wohnbauflächen sitzen, werden jetzt Grundstückspreise aufrufen, die nach der Umlegung nur noch ein Bruchteil wert sind. Der Stadtrat würde also ein weiteres Mal Steuergelder in Größenordnungen verbrennen. Egal ob mit oder ohne Umlegung, wie sich dann die Werte der Grundstücke darstellen, wenn es irgendwann in 10 Jahren mal Baurecht geben könnte, ist reine Glückssache. Und bis dahin, bis es überhaupt zu irgendeinem Baurecht kommen wird, schlummert das für den Kauf eingesetzte Steuergeld in diesen Grundstücken und wartet Jahrzehnte darauf, vielleicht irgendwann mal aktiviert zu werden. So oder so ist es hochspekulativ, zum jetzigen Zeitpunkt Grundstücke in diesem Areal zu kaufen. Da ist es ja fast schon Ironie, von wem dieser Antrag hier gestellt wird. Während man von der SPD sonst regelmäßig hört, man wolle Grundstücksspekulanten das Handwerk legen und keinen Raum geben, wird heute hier vorgeschlagen, die Stadt solle selbst zum Spekulanten werden. Das werden wir nicht unterstützen. Denn eines ist klar, wenn es schief geht, haften bei privatwirtschaftlichen Spekulanten immer die privatwirtschaftlichen Spekulanten mit dem eigenen Vermögen. Sie tragen die Verantwortung also selbst. Staatliche Spekulanten haften hingegen mit dem Geld der Steuerzahler. Sie können sich also einfach dieser Verantwortung entziehen. Deshalb muss man bei dem Agieren der Stadt immer der verantwortungsvolle Umgang mit Steuergeld im Vordergrund stehen. Diese Verantwortung ist hier nicht ablesbar. Deswegen werden wir diesen Antrag auch ablehnen. So, es geht weiter mit Bündnis 90 Die Grünen. Herr Löser.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier erleben, dass der Stadtrat dieses wirklich tolle Projekt wieder zerquatscht und wir sind jetzt gerade schon wieder dabei. Ich versuche jetzt mal sehr sachlich und ganz ruhig einzugehen auf die Dinge, die auch bereits geäußert wurden. Zunächst, Grundstücke muss man nicht nur bezahlen, Kollege Lazinski, man könnte auch tauschen. Die Stadt hat Grundstücke und die Stadt könnte tauschen, Grundstücke tauschen. Und ein Umlegungsverfahren wird es sowieso geben. Das wissen Sie auch, weil Sie dabei waren beim Wettbewerbsverfahren und weil Sie wissen, wie insgesamt der Zuschnitt dort ist und wie viele Player am Start sind. Und es geht der SPD, das glaube ich, oder so habe ich es immer verstanden, vor allen Dingen um den Teil Globus-Grundstück und dort vor allen Dingen um den Teil, wo wir eben soziokulturelle Nutzung haben. Das ist die Hanse 3, das ist die Blaue Fabrik. Das ist dieser Gebiet, das ist dieses Gebiet, was wir mit Gemeinwohlinteressen am Ende auch sichern wollen. Und Kollege Lazinski, Sie sprechen von Spekulanten. Sie werten ab, dass eine Stadt Stadt entwickelt. Das ist Stadtentwicklung, dass man Grundstücke kauft, weil man sagt als Kommune, man will dort auftreten, man will mitgestalten. Das, finden Sie, ist Spekulation. Ich sage Ihnen, das ist Stadtentwicklung, das muss man eben nur wollen. Die AfD will es eben nicht. Jetzt mein sehr geschätzter Kollege Johannes Lichti, ich berichte jetzt kurz aus der Runde. Also, der Kollege Alfroger, den du ja immer hart kritisierst als Landesdenkmalkonservator, nein, nicht zu Recht, in diesem Fall ganz und gar zu Unrecht, hat sich sehr, sehr moderat verhalten. Er hat zugestimmt, dass man auch dort vorne Bebauung hinbringen kann. Ich fand das Auftreten dort sehr nachvollziehbar und begründbar. Es war nur eben so, dass dieser erste Entwurf das nicht vorgesehen hat. Es wurde aber auch in der Diskussion gesagt, und das ist, glaube ich, auch eine Empfehlung der Kommission, dass man genau das prüfen soll, um diese Einordnung dort vorne auch möglich zu machen. Und ich will auch noch mal sagen, es ist eben nicht so, dass die Eigentümerseite nicht zugestimmt hätte. Am Ende gab es ja die Endabstimmung und die haben alle zugestimmt, bis auf einen. Also die Eigentümerseite hat bis auf einen zugestimmt. Ich fand das ein sehr breit getragenes Gremium dort Ergebnis und ich bitte wirklich darum, das jetzt hier nicht kaputt zu quatschen. Und lieber Kollege Nitsche, Sie waren ja nun auch dabei, sich hier hinzustellen, dass ein Gremium, was besteht aus Gestaltungskommissionen, aus Architekten, aus Städteplanern, zum Teil aus ganz Deutschland, und die haben sich sehr deutlich dafür entschieden, für dieses Wettbewerbsergebnis. Und dann einfach zu sagen, aber das sage ich jetzt einfach mal, das sehe ich nie so, das machen wir jetzt nie so, das machen wir ganz anders. Also ich hätte diese Schutzbar an dieser Stelle hier tatsächlich nicht. Stadtentwicklung heißt aktiv Stadt entwickeln und wir diskutieren schon sehr, sehr lange um dieses Thema Globus und ich will noch mal sagen, woher wir kommen. Wir kommen von einem riesigen Globusmarkt, 12.000 Quadratmeter waren es am Anfang, glaube ich. Ein vollkommen überdimensioniertes, unverträgliches, aus meiner Sicht vollkommen sinnloses Projekt an diesem zentralen innerstädtischen Bereich, wo wir ein neues Quartier entwickeln wollen, 1.000 Parkplätze. Das war der Stand, den wir hatten vor ungefähr 10 Jahren. Und wir haben jetzt in einer ganz langen Entwicklung uns dahin begeben, auch mit großer Zustimmung hier am Ende des Stadtrates. Und es ist auch gut so zu diesem Rahmenplan, wo wir gesagt haben, das wollen wir eben nicht. Wir wollen hier einen Grundstückstausch mit Globus. Wir wollen dieses Quartier zwischen Pieschen und der Neustadt entwickeln als Stadt, die in die Zukunft ausstrahlt. Und natürlich muss dieser Wettbewerb am Ende auch innovativ sein. Und wir hatten hier einen tollen Wettbewerb. Und die von Ihnen dabei waren, Sie haben das ja gemerkt, wir haben gerungen um die Ergebnisse. Und man kann diese Ergebnisse ja auch anschauen, jetzt im Zentrum für Baukultur bis 13.04. Bitte machen Sie sich die Mühe, gehen Sie dahin, schauen Sie die Entwürfe an. Die sind alle ausgestellt, Sie können das einsehen, denn Sie treffen hier eine sehr wichtige Entscheidung. Der Sieger heißt Urbanität und Wildnis. Da kann man ein bisschen drüber lächeln. Okay. Er beschreibt aber ganz gut, was das ist. Er ist nämlich der Versuch, sehr viel Baumasse zu schaffen in dem Bereich, wo jetzt eben keine gewachsenen Grünflächen sind und die Grünflächen, die wir haben, und das sind sehr große Bereiche, wo in den letzten 60, 70 Jahren regelrecht Wald auch entstanden ist, die zu lassen und das miteinander zu verknüpfen und dann vorne am Bereich des alten Leipziger Bahnhofs Ergänzungen vorzunehmen und die Kulturspange, so wie sie ist, zu erhalten. Das sind die vier großen Dinge, so wie ich den Entwurf lese und ich glaube, das ist gut. Und uns geht es hier konkret, und deswegen unterstützen wir auch den Antrag der SPD, um das Gebiet, wo die Hanse 3 ist, wo die Blaue Fabrik ist, wo Bestie Shiva ist, wo der Wagenplatz ist, dass wir das in städtische Hand bekommen, denn dort können wir entwickeln. Ich hoffe sehr,
Und ich will noch einen Punkt sagen, das Akteursnetzwerk war ja auch dabei und die haben sich übrigens auch sehr vehement für diesen ersten Entwurf einstimmig ausgesprochen. Das will ich mal ganz deutlich sagen, wenn wir das dann hier im Stadtrat wieder diskutieren, schon mal vorab. Ich glaube, dass das ein tolles Ergebnis ist. Wir dürfen das nicht zerreden. Wir können es ergänzen, lieber Johannes. Natürlich muss man Dinge aufnehmen und sagen, man kann Dinge hinzubringen. Aber am Ende hat es Frau Kempe auf den Punkt gebracht. Es geht darum, vom Moderator zum Akteur zu werden. Wir sollten aktiv gestalten als Stadt. Wir sollten Akteur sein. Das ist Stadtentwicklung. Wir stimmen zu. Vielen Dank. So, wir setzen fort mit der CDU-Fraktion. Herr Schmidt. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen, lieben Kollegen, liebe Gäste. Es ist schon wirklich ein sehr interessanter Antrag, den die SPD davor ungefähr im Jahr eingebracht hat, nämlich mitten in einem Wettbewerbsverfahren, wurde jetzt schon mehrfach erwähnt, mitten in einem Wettbewerbsverfahren soll die Stadt plötzlich beauftragt werden, Flächen zu kaufen auf einem Gebiet, bei dem zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht klar war, wie es jemals irgendwie entwickelt werden könnte. Und es ist jetzt gerade schon erwähnt worden, ja, gestern wurde der Siegerentwurf gekürt, aber dieser Siegerentwurf hat aus meiner Sicht, und Kollege Nitsche hat es auch schon erwähnt, relativ wenig Aussicht darauf, dass er so realisiert wird, wie er gestern vorgestellt wurde, weil wir auf diesem Areal insgesamt 12 verschiedene Eigentümer haben, die in einem, auch das ist schon mehrfach erwähnt worden, in einem sehr langwierigen und schwierigen Umlegungsverfahren erstmal irgendwie unter einen Hut gebracht werden müssen. Das wird dauern. Im Übrigen, Kollege Löser, ich habe aus der Verwaltung auch gehört, dass es durchaus den Plan gibt, dieses Verfahren oder den Wunsch gab, das Verfahren möglichst ohne Umlegungsverfahren durchzuführen. Das würde mich bei dem Siegerentwurf ehrlich gesagt sehr interessieren, wenn man das machen will, weil der Eigentümer, der jetzt nur eine Grünfläche hat, nämlich die von dir erwähnte Wildnis, ich glaube nicht, dass der diesem Entwurf so zustimmt, weil der andere, der nämlich die ganze Geschossfläche hat, der freut sich drüber, ne? Also das insofern... Es braucht das Umlegungsverfahren, das wird es geben, das wird ewig dauern. Die Flächen sind natürlich, auch das ist schon erwähnt worden, extrem teuer in diesem Fall, die interessanten Flächen. Wir können natürlich, klar, wir können darüber reden, ob wir jetzt vielleicht auch das Gelände dieser Wildnis aufkaufen und wildes Geld oder viel Geld, städtisches Geld für eine Grünfläche ausgeben. Ja, kann man machen. Aber die Bauflächen, die interessanten Flächen sind zu teuer. Da frage ich mich ganz ehrlich, Kollege Engel, Deckungsvorschlag, also wie stellt ihr euch vor, das, was ihr als Deckungsquelle angegeben habt, funktioniert einfach nicht? Halt Mund. Das gehört hier ein, es gehört an der Stelle einfach gar nicht rein. Die Deckungsquelle ist für das, was hier vorgeschlagen ist, überhaupt nie da. Ich weiß nicht, wie der städtische Haushalt sowas finanzieren soll. Und es ist insgesamt auch hanebüchen, Kollege Löser, du hast gerade erwähnt, dass du glaubst, dass die SPD auf die Flächen um den Bahnhof abzielt und Hanse 3 und Blaue Fabrik. Es geht um Wohnungsbau. Den geht es um Wohnungsbau, den geht es um Sozialwohnungsbau. Und da sage ich, 2018 ist da mal was beschlossen worden. Das, was 2018 beschlossen wurde, brauchen wir heute noch mal beschließen, weil das ist Beschlusslage. Punkt. Dass der Stadtrat das Ganze zerreden könnte, ja, das, die Gefahr besteht, sage ich ganz deutlich, weil alle die, die in der Jury-Sitzung in der finalen Runde da waren, wissen, dass von den anwesenden 5 politischen Vertretern 4 gegen den aktuellen Siegerentwurf gestimmt haben. Es gab nur einen einzigen Stadtrat, der anwesend war, einen einzigen von 5, der diesen Siegerentwurf als Siegerentwurf gekürt hat. Die anderen haben sich für einen anderen Entwurf entschieden. Und warum? Weil wir sagen, dieser Entwurf hat zwar Qualitäten, das sage ich auch, der hat tatsächlich Qualitäten, aber er ist in dieser Form nicht realisierbar. Und am Ende wird er nur mit dem Umlegungsverfahren und wie gesagt, schwierig. Es wird nie so realisiert werden, wie er da steht, wie er als Entwurf drüben ausgestellt ist im Kulturpalast. Insofern macht das keinen Sinn. Irgendjemand hat vorhin von Baugemeinschaften gesprochen. Es gibt keine Grundstücke mehr für Baugemeinschaften. Da würde ich mal deutlich sagen wollen, Baugemeinschaften, wir haben jetzt eine zweite Vorlage, Kollege Lazinski hat es erwähnt, zum zweiten Mal eine Vorlage wieder im Geschäftsgang mit 6 Grundstücken. Da ist ein Grundstück in Nickern dabei, das schreiben wir jetzt wiederholt aus, weil sich bisher keiner gefunden hat. Also es gibt Grundstücke für Baugemeinschaften. Ich glaube, Sie waren es, Frau Kempe, die das erwähnt hatte. Jetzt fällt mir es wieder ein. Kurz und gut, der Antrag wird von uns abgelehnt werden. Wir sehen keinen Sinn, dass wir jetzt als Stadt hier irgendwelche Flächen erwerben. Die Stadt soll erstmal das Umlegungsverfahren durchführen und dann werden wir mal schauen, was am Ende hier rauskommt und ob wir überhaupt den Rahmenplan so beschließen, wie jetzt der Siegerentwurf drüben ist. Oh, das steht noch in den Sternen. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Wirtz.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträte, liebe Stadträte, meine Damen und Herren von rechts, Sie müssen diesem Antrag zustimmen, um die Illusion der Partizipation und Mitwirkung aufrechtzuerhalten, bis der Kuchen aufgeteilt wird. Natürlich kann dieser Plan so umgesetzt werden. Er ist geradezu prädestiniert dafür. Es ist schon gesagt worden, auf der einen Seite hochverdichtete Wohnquartiere, auf der anderen Seite ein riesengroßer Park und gewisse denkmalpflegerische Objekte mit einer öffentlichen Nutzung. Jetzt machen wir mal die Überlegung, welche Grundstücke werden denn auch zu einem moderaten Preis bei der Stadt landen? Es werden die Grundstücke des Parkes sein und die Problemgrundstücke mit der Denkmalpflege. Und die hochverdichteten Wohngebiete, die werden sich die Investoren dort untereinander filetieren und sie werden sich da auch einigen ohne Umlegungsverfahren. Die Gewinne aus diesem Gebiet, aus der Inwertsetzung dieses Gebietes, werden auf diese Weise privatisiert und die Lasten, nämlich der Grünanteil, der diese Überverdichtung auf privatem Grund möglich macht, und die Denkmalpflege und die öffentliche Nutzung, dass dort auch ein bisschen Leben in das Quartier kommt, die werden von der Gemeinschaft getragen. Dieser partizipative Prozess hat die große Chance, eine Mitmachfalle zu sein. Wir haben das erlebt, als die HafenCity in Wert gesetzt worden ist, dass es dann Proteste gab, dass dort im Prinzip Zwischennutzung geräumt worden sind, die Polizei musste antreten, es gab Proteste, es gab Bedenken, dass in Pieschen Aufwertungsdruck entsteht, der wird auch entstehen, wenn wir dort nicht aufpassen. Und was macht man da nach Lehrbuch? Man geht in die Kommunikation, beteiligt Menschen dran, gibt ihnen die Illusion, dass sie mitwirken könnten und am Schluss im Prinzip geht es nur noch ums Geld. Gucken wir uns mal diesen Antrag an, der Punkt 1, den können Sie von rechts unterschreiben. Bekennen Sie sich doch mal zu einer Gemeinwohlorientierung. Es tut den Gewinnabsichten, die dahinter stehen, überhaupt kein Abbruch. Es ist ein Lippenbekenntnis zu dieser partizipativen Entwicklung, die wir dort machen. Punkt 2 ist auch harmlos. Der schickt den Oberbürgermeister als Bittsteller zu den jetzigen Grundstückseigentümern. Das ist im Prinzip die Mega, das ist Procom, das ist Kaufland, das ist Globus, das ist die Deutsche Bahn. Und ob die dann mitmachen oder nicht, kann dieser Antrag nicht entscheiden. Und der dritte Punkt in diesem Antrag, der revolvierende Fonds, findet nicht statt, wenn Punkt 2 nicht stattfindet, nämlich dass die Stadt in Besitz von Grundstücken kommt. Aber aus den genannten Gründen wird die Stadt in Besitz von Grundstücken kommen. Insofern stimmen wir als Linke diesem Antrag zu, sehen aber die Risiken, dass hier auch im Stück eine gewisse Täuschung entsteht in der Mitwirkung, nämlich in dem, was hier eigentlich dann passiert. Normalerweise sind private Projektentwickler durchaus veranlasst, auf ihren Grundstücken durchgrüntes Bauen zu bieten, sich auch um öffentliche Einrichtungen zu kümmern. Das wird hier in diesem Entwurf besteht die Chance oder auch das Risiko, dass das nicht passiert. Auf der einen Seite private, hochverdichtete Wohnquartiere, Profitmaschinen, auf der anderen Seite öffentliche Flächen, wo die Kosten im Prinzip der Öffentlichkeit anheimfallen. Insofern kommt es darauf an, wie wir uns in dem, was wirklich unsere Macht ist, nämlich der kommunalen Planungshoheit, hier verhalten, welche Baumassen wir am Ende zulassen, wie wir uns in städtebaulichen Verträgen verhalten. Das ist unsere Möglichkeit der Mitwirkung, das ist unser Hebel. Natürlich können wir auch versuchen, Grundstücke zu erwerben und die weiter zu verkaufen. Das würde ja dann auch nichts kosten. Aber dieser Prozess ist hier durchaus auch aus dem Prinzip der sogenannten Mitmachfalle kritisch zu sehen, dass in der Tat diese Dinge dann umgesetzt werden und hier nicht im Prinzip eine große Trennung zwischen öffentlichem Aufwand getrieben wird und einem hohen privaten Gewinn. Diesen Risiken müssen wir vorbeugen, das wird die Zukunft zeigen. Der Antrag ist im Prinzip insofern unschädlich, aber auch im Prinzip eigentlich ein zahnloser Tiger. Vielen Dank. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde FDP wird das Wort gewünscht? Nein? Dann sind wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch. Weitere Wortmeldung, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Ganz kurz, ich möchte zwei Dinge erwähnen, die bisher noch nicht gesagt wurden. Das erste ist, der Prozess, der jetzt gemacht wurde, der Beteiligungsprozess,
Der war einzigartig für Dresden. Er war wirklich gut. Er war gut gemacht und die Verwaltung hat sich hier wirklich, wirklich angestrengt. Natürlich kann man alles immer noch viel besser machen, aber dieser Prozess war schon mal, ich sag mal, schon mal nicht eine andere Liga, es war sogar ein anderer Sport verglichen mit dem, was wir noch vor einigen Jahren gemacht haben. Ganz großes Lob hier an die Verwaltung, wie das gelaufen ist. Das Zweite, warum das eventuell dieser Prozess eine Mitmachfalle ist oder beziehungsweise warum das alles nur ein Popanz war, den man gar nicht braucht, das ist natürlich, weil nach dem Prozess der Beteiligung kommt der politische Prozess. Und wenn hier die politischen Parteien von vornherein sagen, es ist uns egal, was damals irgendjemand beschlossen hat, das sind keine Stadträte, keine Stadträtinnen, das ist mir egal, ich will das, was ich will oder das, was aus meinem Telefon kommt, wenn ich angerufen werde, nee, das machen wir jetzt ganz anders, ja, dann ist es natürlich eine Mitmachfalle, dann ist es eigentlich sinnlos. Wenn wir aber es ernst nehmen, wenn wir hier als Rat ernst nehmen, dass das, was da rausgekommen ist, vielleicht nicht 1:1, aber doch schon mal in großen Teilen das Ergebnis eines partizipativen Prozesses gewesen ist und dass wir das auch ernst nehmen, dann hat es natürlich eine Chance. Zweite Sache, die ich hier erwähnen wollte, ist, ich habe so ein bisschen, sage ich mal, ich kriege logischerweise die ganzen Argumente nicht zusammen. Da wird auf der einen Seite gesagt, die Grundstücke sind ganz viel wert, gleichzeitig aber dauert der Prozess ja jetzt noch ewig und es braucht noch ein Umlageverfahren und so weiter und so weiter und so fort. Na, was denn jetzt? Ich dachte immer, wir leben hier im Kapitalismus. Und im Kapitalismus muss ich mir doch überlegen, ich habe hier einen Gegenstand, ein Asset, ein Grundstück. Was ist das wert? Und das ist natürlich das wert, was ich damit machen kann, welche Rendite ich erzielen kann, in welcher Zeit. Und wenn ich jetzt weiß, aha, es dauert jetzt noch 5 oder 10, vielleicht 15 Jahre, bis ich da was mitmachen kann. Und wenn ich weiß, ach, mein Geschäftsmodell ist eigentlich nicht, Wohnungen zu bauen, sondern mein Geschäftsmodell ist etwas völlig anderes, naja, dann werden halt die wahrscheinlich nach kapitalistischen, logischen Überlegungen die Grundstücke verkauft werden. Und der Antrag, der jetzt vorliegt, will ja nichts anderes, dass in diesem Prozess jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, dass die Stadt dann sagt, hey, wir hätten auch Interesse dran. Und dann kann doch der Kapitalismus es so machen, wie es ist. Dann gibt es halt der bietet, der kriegt dann halt sozusagen dieses Grundstück und die anderen halt nicht. Aber wenn es die Stadt ist und wenn das ein guter Schnapp ist und wenn wir dann, Herr Löse hat es ja gesagt, Stadtentwicklung, wir sind alle gewählt, ich bin gleich fertig, wir sind alle gewählt hierfür, dafür verantwortungsvoll Dresden zu entwickeln. Und Stadtentwicklung gehört dazu, dazu gehören Grundstücke. Deswegen finde ich diesen Antrag sehr, sehr gut. Im Übrigen, alles, was darin steht, steht auch so im Piratenwahlprogramm. Dankeschön. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann würde ich sagen, Herr Engel, können wir das mit dem Schlusswort verknüpfen. Weiter. Es ist immer wieder schön, die Vielfalt der Wahlprogramme in der Dissidentenfraktion zu bewundern. Ich will es an der Stelle aber noch mal auf ein paar Sachen auch eingehen, zu dem, die heute jetzt in der Diskussion geäußert worden sind. Dieser Antrag ist jetzt keine Abstimmung darüber, ob man jetzt den Siegerentwurf gut oder schlecht oder vielleicht verbesserungswürdig findet. Das ist hier gerade nicht der zentrale Punkt. Es geht aus unserer Sicht hier vor allem jetzt darum, zu sagen, ja, wir als Stadt, wir wollen hier in dem weiteren Prozess eine aktive Rolle auch weiter einnehmen und wollen uns da tatsächlich auch einbringen. Und da wundert mich stellenweise schon, wenn es auf der einen Seite den Vorwurf gibt, die Stadt hätte schon viel früher dort flächentechnisch aktiv werden sollen. Und dann gibt es noch den Vorwurf, es ist eigentlich viel zu früh, dass die Stadt aktiv wird. Ja, was denn nun? Hätten wir das vor 3 Jahren machen sollen oder machen wir es erst in 3 Jahren? Die Kritik erscheint mir da nicht so ganz konsistent. Und ich finde es auch spannend, wie sicher sich einige Leute schon sind, zu welchem Preisniveau das aufgerufen wird, dass die Stadt dann der Spekulant sein wird. Es geht hier im Kern darum, dass wir einfach mal auch ein Preisschild erfahren. Dank der Wertgrenzen in der Hauptsatzung werden Sie eine entsprechende Ankaufsvorlage dann hier wieder haben. Und dann
können wir alle miteinander diskutieren, ob das zu viel ist, ob das zu wenig ist, ob das, zu wenig wird, glaube ich, schwierig, oder ob das vielleicht irgendwie eine falsche Dynamik auslöst. Das können wir ja dann alles diskutieren. Aber dafür müssten wir, glaube ich, erstmal überhaupt den Willen artikulieren, dass wir das auch machen. Ist ja jetzt nicht so, dass die GB6 nichts anderes zu tun hat, als wahllos Flächeneigentümer anzusprechen. Wir würden eben hiermit einen konkreten Auftrag auch geben. Und zum Thema Baugemeinschaften, ja, natürlich ist es gut, dass es da endlich mal wieder ein Paket gibt, aber wir haben in den letzten Jahren eben so gut wie gar nichts in dem Bereich gesehen. Natürlich sind auch Baugemeinschaften jetzt vor einer ganz besonderen Finanzierungssituation, aber es erscheint uns sinnvoll, da wirklich nochmal neue Angebote auch an den Markt zu bringen, um ein Stück weit auch das Stichwort Eigentumsbildung auch in solchen städtischen Quartieren auch voranzubringen. Ich glaube, es gibt genug Leute, die da auch eine entsprechende Nachfrage auch haben, insbesondere im Bereich Pieschen und Neustadt können wir uns das sehr, sehr gut vorstellen. Und wir würden uns als SPD-Fraktion freuen, wenn wir den weiteren Prozess als Stadt da weiter konstruktiv auch begleiten und uns tatsächlich eben in größerem Maße mit Flächen für kulturelle Zwecke, aber eben auch für Wohnungsbau einbringen. Das ist mir nochmal besonders wichtig. Vielen Dank. So, damit sind wir durch die Debatte durch und kommen jetzt zur Abstimmung. Uns liegt ein ablehnender Ausschussbericht vor. Wer den ablehnenden Ausschussbericht folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja. 31 Ja-Stimmen, 30 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit zur der federführende Ausschussbericht angenommen und damit die Vorlage abgelehnt. Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 3.